Gut. Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute wieder mit mir. So, wir werden heute euch mal wieder zeigen, was wir hier in der Werkstatt alles so rumstehen haben, woran wir arbeiten, was hier los war und ja, viel Spaß im Video. Erstmal wollte ich noch mal ganz kurz sagen, der Fabian hat das letzte Woche sehr, sehr gut gemacht. Er hat mich sehr gut vertreten. Ich möchte noch mal sagen, bitte, wir zeigen nur, was hier in unserer Werkstatt los ist für euch. Und dementsprechend kostet uns das natürlich sehr, sehr viel Überwindung, hier vor der Kamera zu stehen und öffentliche Videos zu machen. Daher würde ich mir wünschen, dass die Kommentare auch respektvoll sind. Ja, das an dieser Stelle dazu. Wir schauen einfach mal, was hier so auf dem Hof steht. So, hier dieser 78er Cadillac Eldorado. Der kam zu uns, weil er eigentlich seine Beleuchtung checken wollte, ob alles in Ordnung ist. Das haben wir bisher jetzt auch schon gemacht, aber er hatte noch ein weiteres Problem entwickelt. Und zwar ist der Motor heiß geworden und hat Wasser rausgedrückt. Ja? Und jetzt haben wir geschaut und jetzt ist der Marc schon dran. Die Wasserpumpe ist kaputt. Die hat zwar kein Spiel, aber die Wasserpumpe ist undicht. Und da hat er natürlich einen riesen Wasserverlust gehabt. Werden wir jetzt die Wasserpumpe erneuern? Und dann hoffen wir mal, dass der Motor keinen Schaden genommen hat, weil er hat ihn natürlich ein bisschen warm gefahren. Und, aber das werden wir dann sehen, wenn wir hier wieder alles zusammengebaut haben und wenn der Wagen wieder läuft. Jetzt gehen wir mal zum Jan, mal gucken, was er hier so treibt. Werkzeug suchen. So, hier ist unser Zylinderkopfwagen mit den Ventilschaden. Die Zylinderköpfe wurden geplant. Die Ventile wurden eingeschliffen, beziehungsweise die Sitze gefräst, Ventile geschliffen. Und jetzt sind wir am Zusammenbauen. Der Jan bereitet den gerade vor und dann baut er ihn zusammen. Und dann werden wir schauen, ob der Wagen dann wieder vernünftig läuft. Und wie dann, weil wir haben den ja noch nie laufen gesehen. Wir haben den hier so zerlegt bekommen und ja, werden dann sehen, ob es funktioniert hat und ob er dann läuft. So, hier haben wir unseren Neuzugang, ein 74er Cadillac Fleetwood. Der soll zum TÜV und dafür müssen wir den auch erstmal komplett durchschauen, was der für Probleme hat. Darüber werden wir euch dann auch informieren. Dann ist ein anderer Neuzugang, der 67er Caddy da vorne. Der soll auch zum TÜV. Den hatten wir vor 2 Jahren, hatten wir den komplett durchrepariert. Und ja, dieses Jahr hat er wieder TÜV. Ist ja schon wieder 2 Jahre her. Ist nicht viel gefahren. Dementsprechend hat das Auto so gut wie gar keine Mängel. Wir haben jetzt noch einen Schlauch haben wir neu gemacht, der ein bisschen porös war. Aber ansonsten war es das. Und der kann dann auch wieder weg und zum TÜV. Und den Wagen kennt ihr ja noch von den letzten Malen. Da haben wir ja euch gesagt, wir machen die Fillerteile neu. Und da will ich jetzt mal gerade einmal was zeigen. Und zwar, hier haben wir jetzt die Stoßstange abgebaut. Und der hat hier vorne diese sogenannten Bumper Fillers. Ja, der hat vorne und hinten Kunststoffteile. Und bei 80% der Autos sind sie mittlerweile alle gemacht. Aber die letzten 20%, das sind dann hauptsächlich originale Fahrzeuge, die lange gestanden haben. Und da bröseln die Fillerteile einfach weg. Und da haben wir jetzt mittlerweile Teile gefunden, die, naja, es ist, sagen wir mal so, es ist immer ein Problem, vernünftige, passende Filler zu bekommen. Und die wir jetzt haben, sind auch nicht so optimal. Aber sie passen einigermaßen und da will ich euch mal ganz kurz zeigen, weil wir immer wieder Anfragen kriegen über Filler. Da kann ich nur sagen, es ist saumäßig teuer, weil wir brauchen viel Zeit, um sie anzupassen. Dann kosten diese Sätze schon dementsprechend viel Geld. Also mit einem paar hundert Euro ist das nicht getan. Warum, zeige ich euch mal. Hier sind die Filler. Also das hier ist jetzt aktuell, ist das jetzt GFK, der schon grundiert ist. Das heißt, sie sind jetzt lackierfertig vorbereitet. So, und wenn man hier so guckt,
Also so von der Optik sehen die ganz gut aus. Aber wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, dann kann man sehen, dass die hier diese Fläche, die ja hier gerade ist, einigermaßen bei den Autos, dass die hier wellig ist. Ja? Und das ist oftmals das Problem. Und GFK kann man sehr, sehr, sehr schlecht anpassen. Weil GFK ist natürlich, das wird mit einem Kunstharz ausgegossen und dann ist das hart wie Glas. Ja? So, man kann es ein bisschen biegen, aber wirklich nur minimalst. Ansonsten bricht das. Und das macht das Anpassen halt so schwierig. Aber aus Kunststoff. Wir hatten jahrelang welche aus ABS-Kunststoff oder ich weiß nicht, ganz, ganz komischer Kunststoff. Den konnte man dann wenigstens schleifen, den konnte man warm machen, konnte man ein bisschen in Form bringen. Aber diese Passgenauigkeiten sind extrem schlecht geworden, als würden die von den Kopien Kopien machen. So, wenn wir jetzt mal gucken hier, so von der Passform her, passen die ganz gut. Aber wenn man jetzt schon mal hier von oben guckt, hier ist ein Spalt, ja, dann muss hier was weg, das muss eingestellt werden, hier muss was weg, hier schleift es. Da kommen wir nicht hoch genug. Schau mal hier. So, also der hier, was gut ist, das hatten diese Kunststoffdinger nicht, ist, dass die hier diese Verblendung haben. Ja, dass, wenn hier vorne das Stoßstangenhorn sitzt, dass man nicht hinten reingucken kann. Das ist zum Beispiel gut. Aber schau mal hier, komm mal her. Hier zum Beispiel hier die Kante. Ja, da ist natürlich, das müsste eigentlich durchgehen bis hinten. So, dann seht ihr hier den Spalt. Siehst du das? Aha, ich kann durchgucken. Da kannst du durchgucken. Das heißt, das muss wieder aufgespachtelt werden. Ja, ist halt, es ist halt, wie gesagt, nicht mal gerade eben mit Anbauen getan. Anbauen und Lackieren. Und das ist halt immer das Problem, dass wir an, oder hier, guck mal hier. Hier ist noch schwieriger. Schau mal, wenn ich den hier gerade dran setze, dann haben wir hier einen Spalt. Das steht dann ab. Das sieht richtig kacke aus, weil du drauf guckst. So. Auch hier halten wir euch dann auf dem Laufenden, wie es dann hier mit ihm weitergeht. Klappert hier. Warte mal, ich hole mal einen Wagenheber. Was ist das? Was ist das? Wer ist locker der Anschlag? Wir haben doch der Hosenrohr. Da ist doch dieser, ich sag mal, große Scheibe drüber gewesen. Der Flansch. Der Flansch, ja. Der ist lose. Der ist lose. Den, da habe ich eben geklackert. Warte, gebe ich dir gerade eine Ratsche zum Nachziehen. Hä? Das ist, wenn uns was auffällt, was man schnell erledigen kann, dann werden wir es auch direkt erledigen, weil so ein Auspuffgeklapper, das ist nicht schön. Und nachher, bevor der Kunde das merkt oder dann damit unzufrieden ist, machen wir das lieber direkt, weil es innerhalb von ein, zwei Minütchen erledigt ist und der Kunde braucht dafür nichts zu bezahlen. Das ist dann ein Service und wir haben ein gutes Gefühl, dass alles in Ordnung ist. Schön leise. Ist wieder leise. Siehst du. Ist alles wieder leise. Wir hatten hier noch an diesem wunderschönen Cadillac Fleetwood ein Problem. Und zwar, immer wenn der Kunde das Fenster auf hatte oder wenn er gefahren ist, hat er Abgase im Innenraum gehabt. Und irgendjemand hat dort eine Auspuffanlage drunter gebaut, deswegen klingt der auch etwas kerniger und hat das Auspuffrohr ungefähr auf der Höhe, ungefähr hier mittig,
nach hier rausleiten lassen, aber es hörte hier auf. Ja? Das heißt, die Abgase strömten in die Richtung, hörten aber hier auf. Das heißt, alles hier in dem Bereich wurde verwirbelt in die Stoßstange. Und da das hier hinten über den Kofferraum, zog der sich das in den Innenraum. Vermutlich über die Belüftungskanäle nach vorne. So. Und da haben wir jetzt überlegt, was können wir da machen. Und natürlich, wir machen einfach neues Auspuffrohr, neues Auspuffrohr und lassen es einfach nach unten. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt sieht das von hinten auch clean aus. Übrigens bei den 63ern ist tatsächlich das Auspuffrohr, es kommt von da und geht natürlich nach hier rüber. Das ist original so. So, und wir haben es jetzt hier rausleiten lassen. Jetzt können die Abgase hier vom Fahrtwind aufgenommen werden und gehen hier weg. Jetzt haben wir auch natürlich keinen Abgasgeruch mehr im Auto. So, ansonsten war hier nur noch TÜV und eine Inspektion. Und noch eine Sache hier. Bei diesen rahmenlosen Scheiben haben wir es oft das Problem, dass dieses Fenster hier, dass hier die Kanten aneinander schleifen. Weil hier haben wir natürlich keine B-Säule. Ja? Umso wichtiger ist, dass die Fenster zueinander passen. Und hier kann man schön sehen, komm mal her. Hier ist ungefähr 5 mm Spalt und hier oben kaum noch. Guck mal, wenn ich hier oben aufmache, da bleibt er dann hier hängen. So, und dann seht ihr hier, da haben wir einen Spalt. Das heißt, das ganze Fenster müsste eigentlich so rüber. Ja, von der Höhe her. Jetzt ist natürlich das Problem. Jetzt ist das Problem hier, das Fenster hier selber. Hier haben wir die richtige Höhe. Hier haben wir die richtige Höhe, das heißt, das passt zu dem. Wenn wir es jetzt hier noch, hier ist ein Anschlag, wenn wir es jetzt hier hinten hochnehmen, dann steht das Fenster viel höher, ist zwar hier weg, kommt hier wieder rein, aber dann haben wir es hier wieder zu hoch. Verstehst du? Also müssen wir jetzt gucken, ob wir das ganze Fenster irgendwie noch ein Stück nach vorne versetzen. Dafür muss die Türverkleidung ab. Und das ist bei dem Auto hier natürlich kein Zuckerschlecken. Ich fange mal an. Also der ist jetzt am Anschlag. Viel mehr können wir da jetzt nicht einstellen. Es funktioniert gerade so, aber man darf halt nicht so dynamisch die Tür aufmachen. Aber das ist halt bei alten Autos, wie wir ja eben schon gesehen haben, je mehr Leute an solchen Autos rumfummeln, je mehr Köche verderben den Brei. Und umso wichtiger ist, dass alles, was an den Autos gemacht wird, auch Hand und Fuß hat und vor allen Dingen von vorne bis hinten bearbeitet ist. Ob wir das sind, ob es andere sind, das ist extrem wichtig, weil später, so wie jetzt, hat man dann nachher den größten Ärger, weil im Vorfeld Leute etwas gemacht haben aus Zeitdruck oder noch nicht mal aus böser Absicht, aber einfach Sachen nicht richtig gemacht und später hat der Kunde das Nachsehen, weil er das bezahlen muss, weil wir so viel Zeit brauchen, wenn wir es vernünftig machen. Und deswegen immer darauf achten, dass noch nicht so viele Leute an den Autos geschraubt haben. Jedenfalls sieht man das oft am Zustand, wie viel wurde schon umgebaut, wie viel wurde schon geändert, wie viel Laufleistung hat das Auto, das spielt immer eine Rolle. Denn Autos mit wenig Laufleistung, die haben auch Werkstätten gesehen, da kann auch was vermurkst sein. Aber je mehr die Autos gelaufen haben, umso größer ist die Chance, dass da ganz viele Leute dran rumgearbeitet haben und umso größer ist die Chance, in Fallen zu tappen. Und umso größer ist die Chance, dass es nachher am Ende viel zu teuer wird. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Sebastian.